Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Amazing Spider-Man. Wir sind wieder raus aus dem Wasserwerk und werden uns jetzt mal hier um die Labore kümmern, denn da finden wir ein paar Upgrades. Und ich denke mal, dann werde ich noch das andere Kanalisationsdingensbummens machen und dann werden wir mal weiter mit der Story machen. Na, hier wird gar nichts. Ja, Hammer. Kannst du mal das Ding vielleicht auch treffen, du kleiner Spasti? Also manchmal ist Spider-Man so bescheuert. Ich sehe das Ding nicht mehr. Wo ist das hin? Kann das mal vor mir fliegen? Ah. Wie gefällt dir das Netz? Scheiße. Kann ich jetzt behaupten? Ich mach... Alter, mach doch mal diesen verhurten Netzhieb. Meine Fresse, was ist denn los mit dir? Na schön, dass du die siehst. Du siehst verwirrt aus. Ich konnte denn das Ding rufen, weil ich diese Drohne nicht gesehen habe. Ja. Oh oh. Weg, 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 weg. Ich muss weg. Weg, 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 weg. Spinnen fangen Fliegen mit dem Netz. Ich fliege genau drauf zu und es fliegt irgendwie so ganz komisch hin und her. Aber ich glaube, ich muss das dreimal machen. Mann, ey, das ist so nervig. Warum konnte ich denn die verkackte Drohne? Wo ist denn das Ding jetzt hin? Da. Dass ich diese Drohne nicht sehen konnte, war extrem nervend. Nein, nix bitte. Danke. Jetzt oder nie. Ich muss das nicht. Ja, aber das fliegt so komisch. Ah, scheiße. Jetzt machst du wieder Strom, Dingsbums. Warum kann ich das jetzt nicht treffen? Jetzt wäre die richtige Zeit. Schon genug? Nee, es sieht nicht danach aus. Boah, Alter, das nervt mich gerade. Ich mach das nicht mehr. Ich möchte das nicht mehr machen. Jetzt mach doch mal den scheiß Netzhieb, meine Fresse, weil das ist nervt. Das bringt einen irgendwo hin, wo man... Ach, jetzt macht er wieder den Scheiß. Ah, ey, dann ist man ja halb in der Stadt unterwegs, habe ich gar keinen Bock drauf. Ich hau jetzt ab, so. Lass mich mal. Kommt der eh hinterher. So. Ich hoffe, das war's jetzt. Ja. Ganz oft X oder in meinem Falle Quadrat drücken und dann passt das schon. So. Adios. Meine Güte, ey. Alles nur, weil er nicht automatisch in der Lage ist, ja, sich zu seinem Ziel zu bewegen. Das ist auch unverständlich. Also das verstehe ich zum Beispiel überhaupt. Ja, spring runter, ist genau richtig. Weil eigentlich müsste das doch möglich sein, oder? Dass er halt automatisch auf sein Ziel springt. Sieh sich das einer an. Ja, ich hab's aber geholt. Das ist die Hauptsache. So, dann wollen wir da hoch. Das war jetzt ein bisschen hoch. Ich weiß auch nicht, wie er das gemacht hat, aber gut. Da wollte ich auch nicht hin, aber macht auch nichts. So, zack, zack. Boah, jetzt hört er mal auf, wenn man so bewusst ist, dass das hier, Hallo? Wo ist das scheiß Ding jetzt? Was hier? Ja. Aha. Da. Anscheinend. Alles klar. Da haben wir es. So, gehen wir geschwind rein. Winnie Chang ist auf die Koordinaten eines geheimen Labors vom Oscorp gestoßen. Spider-Man muss sich jedoch vorsehen, da die Anlage über starke Sicherheitsvorkehrungen verfügt. Ist denn jeder bis an die Zähne bewaffnet? Anscheinend. Ich pass lieber auf. So. Das kommt mir auch sehr von Spider-Man. Die meinen es wirklich ernst. Ich darf mich einfach nicht sehen lassen. Ja, das sollte ja kein Thema darstellen. Kommt mir vom Batman bekannt vor, ne? Diese Schleich-Dinger. Ach, schade. Ich hätte beide gleichzeitig ausschalten können. Das wäre natürlich cool gewesen. Im Grunde Preis, ja. Zwei zum Preis von einem. Mich wieder an die Decke, danke. Scheiße. So, weil man der hier ist gerade alleine. Ne, der ist nicht alleine. Shit. Der sah so alleine aus, aber irgendwie... Jetzt ist der hier wenigstens alleine. Na gut. Dann holen wir uns den. Es fällt zum Glück nicht auf, dass da die Waffen rumliegen.
Ist der auch alleine? Oh, die sind zurzeit. Verdammt, der kommt zurück. Guck mal, hier war noch einer, ne? Ja. So, da haben wir nämlich ihn. Den werde ich mir jetzt erstmal schnappen. Die sehen ein bisschen so aus wie die Paladine von Fallout 3. Aber warum kann ich nicht vier gleichzeitig? Das wäre jetzt nice. Das sind nämlich die letzten vier, die hier noch sind. Ich glaube, die beiden bleiben sowieso immer stehen. Nee, stimmt gar nicht. Die bleiben gar nicht immer stehen. Aber die bleiben immer stehen. Das heißt, wir machen jetzt die gleichzeitig. Zack. Und dann... Wo sind die anderen jetzt? Hallo. Dann machen wir den. Und jetzt dürfte noch einer da sein. Der ist da. Und wenn wir dem eins aufs Schnäuzlein geben, dann war es das. So. Hm? Ich erinnere mich. Ich muss ein paar Fotos machen. Echt? Muss ich? Total crazy shit. Was ist denn das hier eigentlich? Vor allem, wovon soll ich Fotos machen? Das ist schwerer als Kopfstreicheln und Bauchrubbeln gleichzeitig. Beeilung, Spidey, Beeilung! Ich glaube, den Spruch hat er auch schon mal gebracht. Und weiter im Text. So, ich weiß zwar nicht, wovon ich jetzt Fotos machen soll, so im Genauen, aber... Gut. Wir können ja überall einfach mal ein bisschen gucken. Na, du? Nein? Auch kein Fotomaterial. Schade. Da wären wir. Vor allem, die interessiert das auch überhaupt nicht, dass hier irgendeiner ist und an den Computern rumspielt. Die Zeit ist knapp. Fast geschafft. So, ich weiß halt nicht von wo oder wo sind denn hier die Experiments, die ich fotografieren soll. Meine Fotos hier habe ich, glaube ich, sowieso noch nie gemacht. Vielleicht da drüben. Na, so aber. Alles klar. Hallöchen. So, dann hacken wir den auch schnell und dann haben wir es doch. Was denn jetzt? Hoffen wir, dass diese Sache zu etwas Gutem führt. Wollen wir es hoffen. Yeah, gefunden. Woo. So. Geheimes Oscorp-Forschungslabor abgeschlossen. Beschaffe die Geheimforschungsein und wir haben ein Technik-Upgrade. Das spart mir einiges an Reinigungskosten. Säure geht so schwer raus. Warum haben wir jetzt einen automatischen Reinigungs... Nanobot im Anzug? Das hätte was. Das ist, glaube ich, die einzige Möglichkeit, wie wir Technik-Upgrades überhaupt bekommen, ne? Der Anzug sieht ja auch schon wieder hier fantastisch aus. Jetzt haben wir Säure. Das ist gut. Können wir gleich komplett ausbauen. Mir fehlen eigentlich nur drei Sachen, das heißt... Ach, was heißt das genau? Das heißt, wir machen jetzt das andere Kacklabor auch noch so. Weil die sind relativ schnell gemacht, die sind auch einfach, weißt du, da hast du nicht viel Stress. Hier ist irgendwas, das ist mir jetzt egal. Das ist echt nicht viel Stress mit den Laboren, ne? Guck mal, wir spiegeln uns hier gar nicht. Wir sind ein Vampir. Jetzt weiß ich, was sie vorhaben. Die werden überrascht sein. Ja. Wäre cool gewesen, wenn er sich ein bisschen früher hochgezogen hätte, aber naja, der Spider-Man macht das schon, ne? Der weiß, wie es geht. Dem braucht man ja nichts mehr zu erzählen, der hat's doch drauf, der gute Spider-Man. Sieh sich das einer an. 10 Stück fehlen mir noch. Und ich bin schon mindestens an 20 vorbeigeflogen. In diesem Katze-und-Maus-Spiel fehlt noch eine Spinne. Da oben wäre jetzt auch noch eins gewesen. Ich meine, die sind eh überall welche, aber... Da oben ist auch noch eins. Nein, 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 nein. Nichts wird analysiert hier. Die sind teurer geworden, aber jeden Cent wert. Du hast das umsonst bekommen. Also mega nicht, mein Freund. So, zack, das holen wir uns nicht, weil... Also wir holen es so schon, aber nicht direkt, weil Spider-Man keine Lust hat. So. Da ist das nächste Laboratorium. Da ist doch direkt ein Comic, da ist auch ein Comic. Boah, hier sind so viele Comics, ey. Meine Güte. Mal gucken, was wir hier bekommen. Im nächsten Labor. Naja, das hat
hammerharte Sicherheitsvorkehrungen. Da kommen wir nicht mit klar. Mehr was oder haben weniger. Wir da? Waffen, grelle Lichter und das Gefühl, jeden Moment sterben zu können. Abgesehen davon ist alles perfekt. Das sind nun doch ein paar mehr als vorher. Wow, bei so viel Feuerkraft sollte ich mich im Schatten halten. Im Schatten. Tarnattacke! So. Ich kann mich auch immer wieder in den Schatten zurückziehen, das ist das Tolle. Bleibt ihr zufällig da stehen? Nee, ich möchte da so hin. Weil jetzt mach dich da vom Acker, Junge. Ich will die beiden hier außen noch kennen. Wenn du da stehst, geht das nicht. Das Blöde ist, ich glaube, ich sollte erst die Einzelnen irgendwie wegmachen. Hoffen, dass das immer keiner sieht. Falls doch, muss ich mich halt schnell verpieseln, ne? Er ist weg. Es könnte es jetzt zwar machen, aber ich glaube, das ist auch ein bisschen riskant, ne? Ich glaube, ich gehe mal erst da nach hinten. Versuche ihn hier wegzumachen. Es leuchtet ja eigentlich alles. Alles leuchtet, alles macht Lichter und bling bling und so. Ich muss bestimmt auch einen Beweis für experimentelle Schusswaffen bei Oscorp. Ich würde mal fast behaupten, das ist nicht das hier, sondern eher das hier. Aber das können wir gleich machen, wenn wir dann so weit sind. So, ist da auch noch einer? Nee, der ist schon weg. Okay, jetzt... Tja, mach ich ihn hier. Das ist neu. Hier nicht. Verdammt, der hat mich doch gesehen. Ja, ich glaube, die wissen nicht mehr, wo ich bin. Das ist gut. Das ist gut. Das Blöde ist halt die... Scheiße, scheiße, scheiße. Nein, geh nicht runter, bist du blöd? Fuck, 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 fuck. Fuck, 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 fuck. Ich sehe dich nicht, aber ich weiß, dass du da bist. Nein, das ist gelogen. Renn, renn so viel du willst. Ich renn doch gar nicht. Jetzt wird es natürlich um einige schwieriger, die auszuschalten. Weil sie mich schon gesehen haben. Da bist. Boah, das ist voll kacke gerade. Mit ihren scheiß Funzellichtern. Die in der Mitte stressen gerade. Die sollen mal rauskommen. Tapfer, egal. Dein letzter Vorhang mit. Die müssen es gesehen haben. Kontakt. Ich habe den... Das Blöde ist... Okay, ich versuche den einen noch auszuschalten, dann habe ich nur noch zwei in der Mitte. Ich muss das jetzt so machen, das geht gar nicht anders. Ich habe hier eine gute Krankenversicherung. So, warte. Jetzt stehen die irgendwo hinter, das ist doch voll blöd. Ach du Scheiße, okay, das wird so nix. Kommen die da jetzt vielleicht raus? Ne, die bleiben da auch noch in der Mitte stehen. Ich krieg eine Macke. Ich mach bereit zum Aufgeben! Ich hab hier was für dich! Oh oh, oh oh, nein, 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 zieh dich weg! Nein! Ho, oh, Junge! Meine Güte. Okay, wie kriege ich denn die beiden jetzt weg? Was hätte ich denn da für Special Moves dran? Ne? Ich weiß was, warte mal. Okay, der ist down, 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 der ist down. Und ihn noch. Ha! Läuft. Als ob wir irgendwas tun könnten. Gegen El Spider-Manu.
So. Interagieren. Da wären wir. So, dann machen wir das. Das war natürlich ein bisschen kniffliger. Ne? Einfach aus dem Grund, weil die Lappen immer in der Mitte standen. Das war ein bisschen ärgerlich. Aber letztlich hat es ja gut funktioniert. So, dann bekommen wir auf jeden Fall ein weiteres Technik-Upgrade. Die Kanalisation mache ich jetzt nicht. Vielleicht mache ich die später. Ich weiß es nicht. Kugelschutz, cool. So muss ich später weniger Löcher stopfen. Das ist nice. Das ist echt nice. Muss ich sagen. Das ist echt nice. Ich glaube, es gibt 15 Kapitel. Ich habe keine Ahnung. Oder 12? Oder 8? Oder 9? Oder 10? 823? Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall haben wir ein weiteres Upgrade erhalten und das werden wir uns jetzt mal anschauen und mal gucken, wie viele wir haben. 150 Punkte, das ist nicht sehr viel. Genau genommen haben wir jetzt gar keine Punkte mehr, aber gut, das macht nichts. So, ich könnte zwar das jetzt noch machen, allerdings, ich glaube, ja, die Folge geht ja nun schon Minimum, also 13 Minuten. Das ist nämlich das letzte Mal, wo ich draufgekommen war, vor 13 Minuten auf die Zeit. Das... werde ich wohl in der Geschwindigkeit jetzt nicht schaffen. Moment hier. Ach, egal. Oh, hier sind ganz viele Comics. Comics. Das muss ich nochmal machen. Guck mal, da sind auch Comics. Eins in diesem Tor. Und eins in diesem Tor. Wissen ist Macht. Oder mache ich jetzt einfach das Labor und. Teile das dann in der Mitte und dann. Ach, das ist alles. Oder ich mache einfach die Folge länger, damit das mit komplett. Das ist alles. Es ist alles unglaublich, sage ich euch, ne? Ich mache jetzt das noch auch noch. So. Juhu! So. Da sind wir. Hopp, hopp. Rinn ins gute Stübchen. Staatsanwalt Harper wurde entführt und in die Kanalisation verschleppt. Kann Spider-Man ihn retten, bevor es zu spät ist? Da das erste eigentlich war, was uns angezeigt wurde, ist es ja im Grunde schon zu spät. Behaupte ich mal. Aber natürlich werden wir als Spider-Man alles versuchen, damit das natürlich hier glückt. Der Staatsanwalt. Müsst ihr wahrscheinlich sowieso jetzt suchen. Das kann wahrscheinlich sowieso eine Weile dauern. Wahrscheinlich. So. Wo rennst du hin? Diese U-Bahn-Wagen sind mir im Weg. Schaffner? Tja, ich arbeite jetzt wohl bei der U-Bahn. Echt? Cool. Spider-Man arbeitet bei der U-Bahn. Er hat Karriere gemacht. Die Frage ist, wie kriege ich ihn die weg? Mit diesem Drehdingsbums. So, erstmal fallen lassen. Ich kann da auch gar nicht vorbeikrabbeln. Die liegen irgendwie auf der Seite. Ach, ich kann hier lang. Guck mal. Das ist ja schnubbelig. Wir haben wieder ein paar Gegner am Shadot. Die mich aber gerade herzlich wenig... Na gut, sie interessieren mich doch, weil ich muss sie töten. Aber da besiegen, töten nicht. Es ist gefährlich hier unten. Haben die mich gesehen? Zug erfasst werden. Oder meiner Faust. In der Tat. Sie haben mich gesehen. Ich weiß nicht, warum sie mich gesehen haben, aber sie haben es. Das ist unglaublich. Willst du was von deiner eigenen Medizin? Hui! Und warte, von da kommst du. Und hui! Und hui! Das Gute ist, ich brauche jetzt nur noch einen Schlag und dann sind sie weg vom Fenster. So. Jungs, ich hatte eine tolle Zeit. Ja, es war super mit euch. Ach so, mit euch war es doch nicht super, habe ich gerade erfahren. Kam gerade rein die Meldung, ganz frisch. Das sollte reichen. Ich muss nur noch in die Gewerkschaft. Benutze dein Netz, um die Waggons zu bewegen. Na gut, ich werde die Waggons jetzt bewegen. Pass mal auf, wie ich die Waggons bewege. Frage ist, wie... Ha! Oh! Wie bewege ich denn jetzt hier die Waggons, hm? Spider-Man, sag mal. Wie machen wir das, hä, Spider-Man?
Na, das verstehe ich aber nicht. Ich glaube, ich bin hier falsch. Ich habe doch jetzt hier Säure aushalten 5000 auf dem Anzug drauf geklatscht. Könnte ich hier nochmal interagieren? Nein. Drehe ich die jetzt wieder zurück? Nein! Ich drehe sie zurück. Also drehen wir sie nochmal zurück. Ist ja kein Thema. Wir können das ja hin und her bewegen, wie wir es möchten. So. Die Frage ist jetzt in der Tat, wie bewege ich den Quark? Hier ist der Waggon, ne? The Wagon. Wir gehen mal kurz hier zum Boden. Aua. Ich weiß nicht, wie soll ich den Scheiß denn bewegen? Ich glaube nicht, dass das was bringt, wenn ich den jetzt hier vollballer. Ich bin ein bisschen überfragt, muss ich ehrlich gesagt sagen, weil ich gerade nicht weiß, was ich hier tun soll. Naja, ich soll das Ding bewegen, aber mir wird hier irgendwie gar nicht gezeigt, wie ich das bewegen kann. Das ist total Quatsch. Okay, was hat das? Achso, ach, hier kann man auf einmal. Na klar. Das ist aber auch nur von hier. Warum kann ich das nicht von 2 Meter weiter weg machen? Also, wirklich, ja. Ist ja wohl ein Logikfehler. Der ist weg. Ist eigentlich noch mehr? Na gut, da hinten war noch einer, den habe ich gerade gesehen. Gibt's hier auch noch mehr? Genieß die Zeit alleine. Frage ist aber, ich muss hier lang, ne? Dahin. Ich bin aufgestiegen. Schmeiß mal den weg. Oh, ihr wollt alle mit mir tanzen. Echt? Die wollen tanzen? Ich dachte, die wollen spielen. Oh, guck mal, die in. Alter, da. Finde ich nicht gut. So, geh auch schnell weg. Jetzt wird alles gut. Ja? Auch. Das. Ich bin aufgestiegen, das bedeutet, wir können aufsteigen. Das ist doch schön. So, wo gehen wir denn jetzt den nächsten Punkt in Kampfwut? Kampfwut ist eigentlich, oder Powerhieb, guck mal, der Powerhieb ist interessant. Erhöht die Stärke deiner Netzhiebe um die Kraft der, das ist cool. Das ist, nehmen wir. Gekauft. So, zack. Mehr Artenkreuzungen? Das wird hässlich. Noch mehr von gefunden haben? Könnte sein. Braucht ihr wirklich keine Verstärkung? Ach man, jetzt haben die mich schon wieder entdeckt. Das ist doch also nö. Ah fuck, ich bin einfach zur Seite gesprungen, obwohl es hätte gar nicht sein müssen. Jetzt. Was? Das Treffen der Hämatome? Das ist ein wunderschöner Name, Spider-Man. Du bist so ein Poet. So, du noch. Ich finde geil, ich brauche echt schon noch teilweise einen Schlag und dann war es das für die. Das ist schon recht nice. Oh, was haben wir denn hier? Wir haben hier etwas Elektrisches. Ah, riecht nach alten Schuhen hier. Vielleicht fackeln die Generatoren an. So. Was haben wir denn hier? Ich gehe mal lieber da nach oben. Ach, wir dürfen wieder unser altbewährtes System natürlich nutzen. Das finde ich cool. La 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 la. Gesellschaft. So. Und ich habe euch gar nicht eingeladen. Ja, das ist super. Die sind einfach so gekommen. Ist das nicht schön, Spider-Man? Das sind ganz nette Burschen hier. Muss das sein? Ja. Hör auf, mich Zack. Ja, genau. Jetzt hör auf damit. Ich mag keine lächelnden... Was auch immer. Ja. So. Weg. Weiter. Läuft. Moment. Okay. Wir gehen weiter. Ich wollte gerade sagen, bin ich nicht von hier gekommen, aber das kann ja gar nicht sein. So, das Ding muss ich anscheinend bewegen. Aber warum? Aha, damit ich da rankomme. Na gut, dann
Ist das schon klar? Zack. Wir wissen ja Bescheid, uns wird das ja alles markiert, wo wir was bewegen dürfen und wo nicht. Danke, dass du genau vor mir parkst. Das finde ich totally nett von dir. So. Ach, guck mal, hier haben wir wieder Strom. Müssen wir wieder Strom ausmachen, ne? Strom? Strom! Warum muss ich hier Strom anmachen? Ich gehe einfach mal diesem Verbindungsding danach. Vielleicht hat sich jetzt irgendwas Neues geöffnet. Interessant. Ja, das war super. Spider-Man, du bist also meine Fresse, bist du ein Held. Ist das ein privater Kampf oder darf ich mitmachen? Ja, wir dürfen immer. Also Spider-Man darf doch immer mitmachen, würde ich behaupten, oder? Ist ja wohl auch. Das reicht jetzt! Ohne Spider-Man sind die Kämpfe doch keine Kämpfe. Muss man ja einfach mal so sagen. Muss das sein? Wäre recht langweilig, wenn die da gegen sich alleine kämpfen. Das macht ja keinen Spaß. Also, wirklich. So. Fertig. Ja, machen wir einfach. Ich weiß nicht, was passiert, aber ach, dann machen wir das Tor auf. Okay. Ich denke, die Folge wird auch ein bisschen länger gehen, weil komm, ich mache jetzt einfach die ganze Kanalisations... den ganzen Schmarrn hier rein. Auch wenn dieser Ort Frischluft braucht, ich komme nicht weiter, ohne den Ventilator zu stoppen. Das ist ja unglaublich. So, für uns ist das natürlich egal, ob die Brücke kaputt ist, denn wir können ja einfach rüberklettern. Läuft schon. Hier haben wir die Rail Control. Irgendwas müssen wir da hinten machen. Ah. Verstehe. Wir müssen jetzt einzeln da so rüberziehen, oder wie? Das macht überhaupt keinen Spaß. Nee? Doch. So. Pass auf, wir müssen den wegziehen. Ja? Dann. Ja, ich weiß. Ich bin quasi auch im Bilde, was ich jetzt zu tun habe. Dann machen wir zack. Dann ziehen wir den einen nämlich darüber. Und dann können wir bestimmt den anderen wegmachen. Und dann läuft der Hase nämlich hier. Denke ich jetzt mal zumindest. Geh mal kurz hier rüber. Ja. Genau so läuft es nämlich auch, ja. Ich habe es mir ja gleich gedacht, als ich hier in diese... hier reinkam, dachte ich mir sofort, genau so wird es nämlich laufen. So und nicht anders. Also muss ich das natürlich erstmal wieder in die richtige Position bringen, die Schiene, damit ich den anderen da wegziehen kann. Sonst funktioniert das nicht. So. Dann mal gucken, von hier nach hin, kein Problem, würde ich mal behaupten. Und jetzt kommst du weg, da ist noch ein Comic. Ach, guck mal, da mag er doch schon sein, der gute hier. Ob er gut ist, weiß ich eigentlich gar nicht, aber ich sag einfach mal, er ist gut. So, ich möchte gerne hierhin, weil ich möchte das Comic haben, vielen Dank. Moment, ich möchte hier wieder runter. So, halt mal an. Komisches Ding. Die Begrüßung, die ich sonst von den bösen Jungs kriege. Hey, hey, auf welcher Seite stehst du, hä? Die Unternehmen sind die bösen Jungs, Mann. Machen uns zu Lohnsklaven, gekettet an das System. Okay. Und warum den Staatsanwalt entführen? Er kriegt sein Gehalt von der Stadt. Er war ein Bauer von Oscorp, Mann. Ein dreckiger Hinterhofdealer. Er war... Was heißt, er war? Wo ist er? Ja, wir waren am Fahrstuhlschacht, als es erschien. Es? Anders als die anderen. Größer. Er kommt aus dem Nichts und krallt sich den Staatsanwalt wie eine Puppe, Mann. Es hat einen Schwanz, Mann. Genau wie ein Leguan. Ihr Jungs seid echt bescheuert. Aber das regeln wir ein andermal. Wo ist der Aufzugsschacht? Da drüben, Mann. Hoffentlich ist es nicht zu spät. Du bist ja runter oder hochgeklettert.
Vergiss es. So, es war klar, dass ich auch noch kämpfen muss. Ja. Hilfe! Hilfe! Ich komme! Moment. Mist. Gut, immerhin lebt er. Noch. Na? Noch. So, da kann ich auch wieder was machen. Da ist das. Wir gehen mal... Na gut, dann gehen wir dahin. Und machen mal den hier. Okay, wenn da was aufgeht, gehe ich jetzt auch da weiter, ne? Ist ja klar. Ich bleibe mal an der Decke. Okay, hier gibt es viel, was man benutzen kann. Beziehungsweise vielleicht viel, das dann auch einfach nur kaputt machen kann oder so. Jetzt mal gucken, wie komme ich denn überhaupt hin? Aha. So. Wir müssen schnell sein, Spider-Man! So. Oh, Hilfe! Es geht wieder an. So. Bin ich schon mal hier? Das ist schon mal schön. Das heißt, die elektrischen Dinger muss ich wieder fixen. Staatsanwalt ist bei mir da unten. Ich muss mich beeilen. Ja, die Frage ist, wie komme ich jetzt da hoch? Herr Spider-Man. Hm? Das ist nämlich hier die Frage, die offen bleibt. Ah. Hier ist auf jeden Fall ein Schalter. Betätigen wir den mal. Ach so, jetzt ist alles aus, okay. Warum war hier so ein Ding? Ich komme hier gar nicht weiter. Komisch, muss ich sagen. Müssen wir erstmal... Nein. Gut, jetzt bin ich... hier, es ist toll. Aber wie komme ich hier weiter? Ich sehe nämlich nichts, was kaputt ist. Ich denke mal, durch so ein kleines Loch werde ich nicht kommen. Das ist nämlich auch kein wirkliches Loch. Das ist, komme ich auch nicht durch. Hier ist nichts, wo man durchkommt, ne? Da ist sowas, aber wie komme ich denn da so hin? Ha. Okay. Vielleicht muss ich jetzt den anderen Weg nehmen. Und... Aber vielleicht bringt der was. Ich kann es mir fast nicht vorstellen, dass der mir was bringt, weil der ist doch viel zu weit weg. Aber... Vielleicht der doch. Da! Mal sehen, wo die Bestie ihr Nest gebaut hat. So. Hui! Hallo. Oh. Hallo auch. Wie wär's, wenn du mir diesen Herrn überlässt und einfach von hier verschwindest? Nein? Natürlich nicht. Schade. Irgendwas hat denn der drauf? Nicht sehr viel, wie es scheint. Ich muss immer ein bisschen... Oh, der macht irgendwas. Was macht der da? Der ruft noch weiter, kann das sein? Oh, nein! Verdammt, ich würde doch ausweichen. Spider-Man. That was the plan. Aber du wolltest nicht mitmachen. Ich glaube, der macht das jetzt nochmal. Ich bin eben weg. Ach, ihn interessiert das nicht. Das ist ja... Cool. Okay, ich weiß, er macht das jetzt nochmal. Alter, Junge. Ja, noch mehr Schmerz. Aus! Weichen! Und wieder auf die Fresse hauen.
Und wieder. Okay, nicht ausweichen, weil ich glaube, du bist Geschichte. Erledigt. Geht es Ihnen gut genug, um von hier zu verschwinden? Das da kommt er bestimmt auch selber raus. Das hatte ich mir anders vorgestellt. Das kenne ich. Aber wir kriegen Sie hier ganz schnell raus. Danke, Spider-Man. Aber ich weiß nicht, ob ich es alleine schaffe. Hüpfen Sie auf. Alles gesehen? Ab jetzt könnte die Sicht etwas verschwommen sein. Oh yeah. Klare Niederlage. Das ging aber nicht sehr, sehr stark. Die Folge war aber sehr, sehr lang. Das kann ich durchaus mal so sagen. Und aus diesem Grund werde ich die Folge an dieser Stelle auch beenden. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch in der nächsten Folge, in der nächsten Story wollte ich gerade sagen. In der nächsten Folge geht es dann mit der Story-Mission weiter. Mal gucken, was da passiert. Ich bedanke mich bei euch fürs Einschalten. Hoffe, ihr seid in der nächsten Folge wieder da. Wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis dahin. Haut rein, Leute.